Hallo, liebe Freunde des gepflegten Pilzefilms. Ich bin's wieder, euer Charlie, und es geht wieder in die Pilze. Natürlich mit Trüffel und in meinem Korb. Und ich bin wieder rund um Kirspe unterwegs. Ja, dann will ich mal sagen, Trüff, los geht's. Ja, auch heute wieder bei allerbestem Wetter. Diesmal eine ganz andere Seite. Und auch hier haben wir wieder diese Eichenbuchen-Mischwälder. Ja. Und wie gesagt, Fichten haben wir gar nicht mehr. Nur ja, ehrlich gesagt war ich hier noch nie. Jedenfalls nicht auf diesem Wege. Aber es sieht mir sehr vielversprechend aus. Ja, Trüffel gefällt das. Weißer Digitalis sieht man selten. Ja, ein Perlpilz. Oh, dann kommen wir hier an der Stelle, da stehen doch noch ein paar Fichten. Naja, schauen wir mal. Wie gesagt, im Fichtenwald, da gab es immer Pfifferlinge. Zwar die Nadelwaldform, die war immer kleiner. Mal gucken, ob wir welche finden. Eine Orchidee, das gefleckte Knabenkraut. Oh ja, das klebrige Hörnchen kommt, aber noch ganz klein. Und normalerweise ein Indikator, dass Pilze kommen jetzt. Aber wenn ich jetzt hier so rumgucke, hier wächst gar nichts. Ja, ja, auch winzig kleine Pfifferlinge. Und ein grauer Wulstling. Das dauert hier noch mit den Pfifferlingen. Ach, da habe ich mir wohl was eingebildet. So kleine. Naja, hier in den Kersbehängen, ja, da habe ich mir jetzt gedacht, weil es hier noch ein paar Fichtenwälder gibt, dass man hier was findet. Aber ich gehe da oben mal in den Laubwald mal gucken. Aber das ist alles so licht. Das Problem ist, da wo der Borkenkäfer war, fehlen die Randfichten zum Laubwald. Ja, und das hat das Biotop total verändert. Aber egal, es gibt noch Wälder, wo auch Pfifferlinge wachsen. Das haben wir gestern gesehen. Und wenn das Biotop stimmt, dürfte es auch hier was geben. Komm, Trüffel, wo kein Schnee ist, kann gelaufen werden. Komm. So sieht es bei uns im Sauerland aus. Fichten sind so gut wie weg, nur noch ganz wenig. Vorne wachsen ein paar Kiefern und sonst nur riesige Kahlschläge. Ja, hier kommen wir an einem Buchenbestand. War keine Eiche drin. Ob es hier Pfifferlinge gibt, ist fraglich. Ja, das ist hier nicht der richtige Wald. Ja, der richtige Wald, da sind Eichen zwischen. Buchen und Eichen zusammen. Und da sind Pfifferlinge. Soll mich wundern. Ah, hier sieht es schon ein bisschen anders aus. Hier stehen noch ein paar Eichen dazwischen. Jetzt könnte man eventuell Glück haben. Mal sehen. Man hat das so gleich im Urin, wenn so ein Wald nicht höffig ist. Ne? Da hat man so gleich drin. Aber mal gucken. Ja, dieser Wald an der Kerspe, das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Ja, gehen wir mal auf den Hang gegenüber. Ah, der blühende Digitalis, das ist schon was Feines. Ne? So, jetzt bin ich auf der anderen Seite der Kerspe und jetzt gehen wir mal hier in den Wald rein. Mal gucken, ob es hier höffiger ist. Ja, auch hier ziemlich lichter Wald. Das ist zum Verdulddäubeln. Als wenn ich meinen Pfifferlingsblick verloren hätte. Ja, normalerweise müsste hier alles voll stehen. Tut's aber nicht. So, komm, Opa. Ja, Flo ist 13 Jahre alt. Nee, was bin ich früher oft diesen Weg gegangen und habe Pilze gesucht. Ich erkenne ihn nicht wieder.
Ah, da vorne ist noch ein Wald mit Eichenbuchen. Da gucken wir jetzt auch noch mal rein. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Dieser Wald ist doch nichts anderes als der von gestern und von vorgestern. Das gleiche Habitat, aber trotzdem keine Pilze. Ich halte es nicht mehr für möglich. Aber hier kommen welche. Und da vorne auch. Auch hier. Ja, auch hier. Ich habe schon die Hoffnung aufgegeben, aber ich nehme heute keine Pilze mit. Ich habe keine gefunden und jetzt will ich die kleinen, die hier wachsen, nicht noch auch mitnehmen. Ja, auch hier. Ja, was soll man sagen? So, jetzt zum Schluss finden wir noch einen Wald, wo es ein paar kleine Pfifferlinge gibt. Ja. Also, man kann abschließend sagen, es ist schon eine Sache, wo man sammelt. Also unten im Volmetal, ja, da war es sehr erfolgreich. Und hier in den Kerstbehängen, ja, da sind die Pfifferlinge noch lange nicht so weit. Also die brauchen dann noch mindestens 2 Wochen. Ja, ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich. Dann würde ich mal sagen, dann mache ich auch mal eine Woche Pause. Denn da, wo ich war, brauche ich erstmal eine Woche nicht hin. Und hier in den Kerstbehängen, da weiß ich zwar auch jetzt, wo man was finden kann, aber das ist noch lange nicht so weit. Das ist mal was für 2 Wochen. Alles klar. Trüff, trüff und bis zum nächsten Mal. Euer Charlie.